Die Firma Enke hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, einen meiner 3D-Drucker mit deren Solarsystem zu betreiben. Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, was da auf mich zukommen würde. Ich habe also gesagt, ja klar, vielen Dank, schickt mir gerne eure Produkte mal zu und dann gucke ich mal, wie ich das Ganze zusammenbaue. Ja, und dann rief mich morgens plötzlich der Spediteur an und fragte, wann er dann die Solarpanels abliefern kann. Da war ich wohl zu Beginn des Projektes ein klein bisschen zu blauäugig, was das Ganze von der Größe her anging. Ich hatte damit gerechnet, ich kriege hier so eine kleine Box mit Batterien drin, also mit einem Akku und ein paar kleine Solarzellen, die ich mir aufstellen kann, wo ich dann diesen Akku mit laden kann. Das Ganze steht hier drüben. Ich würde sagen, ich ziehe es einfach mal ins Bild und wir gucken uns an, wie das Ganze aussieht. Das Ding ist schon schwerer hier. So, wir haben hier einmal eine Art Verteilerkasten, wo später das Solarmodul angeschlossen wird. Das wird dann wiederum verkabelt mit dieser großen Powerbank sozusagen, so nenne ich das Ganze mal. Das ist hier drin. Und hier wird wahrscheinlich eine Halterung drin sein, entweder für einen Balkon oder dass man die Panels dann so schräg hinstellen kann auf dem Boden. Und anhand dieses Paketes sieht man jetzt schon, wie groß wahrscheinlich diese Solarpaneele sein werden. Wie man hier schon sieht, also mit mal ebenso draußen an meiner Fensterbank anbringen, ist nichts. Weil die Dinger sind, glaube ich, 2 Meter lang oder so. Ich lege mich hier mal hin, ich bin 1,80. Ja, also das sind hier ungefähr 2 Meter. Von der Länge her 2 Stück, die wir irgendwo anbringen müssen. Also hier am Fenster wird es nicht gehen, aber ich habe schon eine Idee, wo wir die Dinger vielleicht hinstellen könnten. Wir fangen aber trotzdem mal an mit dem Unboxing von den anderen Paketen und natürlich auch von den Solarpanelen und gucken einfach mal, was uns damit geliefert wurde. Fangen wir mal mit dem unspektakulärsten an. Ich würde sagen, das ist hier einfach nur so eine Art Verteilerbuchse. Buchse in Anführungszeichen, sage ich es mal so. Eine fette Anleitung schon mal. Ein ziemlich dickes Kabel, das wird wahrscheinlich hier für diese dicke Powerbank sein. Hier steht drauf Mikrowechselrichter. Das wird wahrscheinlich so das Bindeglied zwischen der Solar- oder zwischen den Solarpanels und der eigentlichen Powerbank hier sein. Sieht auch relativ massiv aus, ist komplett gegossen aus Aluminium wahrscheinlich. Gucken wir mal, was hier drin ist. Hier ist wahrscheinlich richtig Power drin in dem Ding. Oh, da merkt man richtig die Akkus, die da drin sind. Und ein kleiner Akku. Noch mehr Kartons. Der Kasten, der sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Als nächstes werde ich jetzt mal das Gestänge aufbauen, damit wir die Solarpaneele dann auch ordentlich hinstellen können, weil ich habe ja nichts, wo ich sie draußen an irgendeiner Wand oder auf dem Balkon festmachen kann. Aber mit diesem Gestell soll man die Solarpaneele dann auch einfach auf den Boden stellen können. Aufgebaut habe ich jetzt alles, aber hier in der Halle ist natürlich absolut null Sonnenlicht. An der Fassade habe ich leider keinen Platz, aber ich habe draußen vor der Halle einen kleinen Platz organisiert. Den muss ich nur einmal aufräumen und dann stellen wir die Solarpaneele dorthin. Ich habe die Solaranlage jetzt aufgebaut und alles verkabelt. Das Wetter ist jetzt heute leider nicht ganz so schön. Das heißt, die Sonne scheint nicht so doll wie erhofft. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem einmal die technischen Daten an und gucken uns dann noch an, was habe ich eigentlich vor mit dieser Solaranlage. Als erstes muss man darauf achten, dass man seine Solaranlage einmal beim Netzbetreiber und auch einmal im Marktstammdatenregister einträgt, damit man seine Solaranlage auch offiziell betreiben darf. Das klingt erstmal kompliziert, keine Sorge, das ist es nicht. Das sind nur kurze Formulare, die man einfach einmal formell ausfüllen muss. Meine Solaranlage kann momentan
600 Watt abliefern. In Zukunft wird es aber eine Gesetzesänderung geben und hier kann man dann über ein Software-Update dann auch 800 Watt aus seiner Anlage herausholen. Somit soll man dann pro Jahr 1092 Kilowattstunden in seinen Akku speichern können bei einer PV-Effizienz von bis zu 23%. Anker bewirbt seine Batterie mit bis zu 6000 Ladezyklen. Andere Hersteller geben hier nur 3000 an, aber hier wird sich auch erst in Zukunft zeigen, ob das dann auch wirklich der Wahrheit entspricht. Der große Akku, von dem ich gerade gesprochen hatte, der ist wasser- und staubresistent, den kann man also draußen hinstellen. Es wird aber ganz klar auch empfohlen, bitte diesen großen Akku nicht in die Sonne stellen. Ist ja klar, wenn der dann überhitzt, das geht dann bestimmt nicht so gut aus. Wie viel kann man jetzt eigentlich sparen? Man will das Ganze ja auch in Worte greifen. Grob gesagt, wenn man 1092 Kilowattstunden produzieren kann pro Jahr und eine Effizienz von 90% hat bei einem Kilowattpreis von 40 Cent pro Kilowattstunde und man das Ganze dann mal 25 Jahre nimmt, hat man die utopische Summe von 9.828 Euro gespart. Ich rechne sowas immer ganz gerne aufs Jahr runter. Das heißt, pro Jahr haben wir eine Ersparnis von 393 Euro ungefähr. Mir geht es in diesem Projekt aber gar nicht darum, wie viel Geld ich damit sparen kann, sondern kann ich mit dieser Solaranlage meinen 3D-Drucker zu Hause komplett autark betreiben. Dann noch kurz zum Aufbau. Ihr habt schon gesehen, ich habe das in der Halle aufgebaut. Das war relativ schnell erledigt. Ich habe hier ungefähr 2 Stunden gebraucht. Ich habe jetzt hier die Version, die man auf den Boden stellt. Es gibt aber auch noch Halterungen, womit man das Ganze dann später an seinem Balkon befestigen kann. Ganz wichtig, das sieht man in diesem Video jetzt hier nicht. Die Anlage muss geerdet werden, denn in so einer Solaranlage entsteht mehr Saft, als man sich im Endeffekt vorstellen kann. Die App, die man mit dazu geliefert bekommt, ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen. Ich zeige sie euch einmal ganz grob, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und zwar hat man hier unten in der Mitte einmal seine Geräte. Das ist einmal die Solarbank, das ist sozusagen der Akku. Und auf der rechten Seite hat man dann seine Mikroinverter. Die macht man über einen QR-Code einfach hier in seiner App, über dieses Plus-Symbol oder pflegt man die ein. Und dann hat man auf der linken Seite einmal Start und hier sieht man jetzt einmal die Solaranlage, dann den Akku. Hier sieht man das jetzt gerade, es ist sehr bewölkt, der Akku mit nur 51 Watt geladen wird bei einer Ladekapazität momentan von 60%. Und ich habe ausgestellt, dass momentan mein Hausnetz hier mit Strom versorgt wird, weil ich nur den Akku laden möchte. Hier unten sieht man dann den Gewinn, wie viele Kilowattstunden man schon erzeugt hat und einen Graph hier unten, der anzeigt, wie stark die Sonneneinspeisung jetzt über diesen Tag heute war. Ich finde das super spannend. Ich habe das Ganze jetzt hier schon die ganze Zeit immer offen und gucke nach, wie viel Energie ich sozusagen produziere. Hier sieht man dann seinen Gewinn, den man heute schon gemacht hat. Hier kann man dann die Kilowattstunden, also diesen Preis pro Kilowattstunde eintragen. Ich habe jetzt hier 40 Cent eingetragen. Ja, und dann kann man das Ganze hier verfolgen. Wenn man möchte, kann man jetzt die Einspeisung ins Stromnetz einstellen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eingestellt, dass ich momentan null Energie ins Netz haben möchte und ich nur den Akku aufladen will. Und hier kann man dann noch einstellen, wie viel Prozent der Akku geladen oder bis zu wie viel Prozent der Akku geladen werden soll, bis dann danach das Stromnetz versorgt werden soll. Hier kann man dann sagen, komplett aus oder ich möchte permanent mit einer gewissen Wattzahl das Stromnetz betreiben oder man stellt das aus und lädt dann halt nur den Akku. So viel zur trockenen Theorie. Jetzt geht's weiter mit dem praktischen Beispiel. Und unten lädt jetzt der Akku nebenbei schön weiter auf. Es ist leider bewölkt. Das heißt, wir haben nicht ganz so viel Energie, die wir da einspeisen. Aber ich möchte jetzt auch wissen, wie viel Energie zieht jetzt mein Drucker, der PrintCore One, während ich drucke. Es wird ein ganz klassischer Druck sein, den ich hier mache. Einfach mal PETG, ein Benchy, sowas in der Richtung. Und ich messe dann währenddessen, wie viel der Drucker tatsächlich an Energie verbraucht. Und danach gucken wir uns dann an, wie viele Benchys zum Beispiel könnte ich mit diesem Drucker hier pro Tag drucken, wenn jetzt ein ganz normaler, klassischer, bewölkter Tag in Deutschland wie heute herrscht. Okay, das Messgerät ist angeschlossen. Wir haben eine Stromaufnahme von 0,22 Ampere und eine Leistung von ungefähr 15 Watt, während der Drucker jetzt noch nichts macht. Der Druck ist jetzt fertig und wir gucken mal, wie viel wir insgesamt verbraucht haben. Ah, hier unten steht es schon. Wir haben für dieses eine Benchy aus PETG gebraucht 0,241
Kilowattstunden. Damit ist der finale Test abgeschlossen und ich konnte erfolgreich mein erstes Benchy rein mit Solarenergie drucken. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, dann sieht das wie folgt aus. Ich habe für dieses eine Benchy eine Stunde Druckzeit gebraucht und hatte einen Energieverbrauch von 0,24 Kilowattstunden. Ich konnte mit der Solaranlage, die ich unten stehen hatte, bei sehr, sehr starker Bewölkung über 4 Stunden 0,76 Kilowattstunden Energie erzeugen. Und ich gehe mal hier in Berlin davon aus, momentan haben wir so ungefähr 8 Stunden Sonne momentan, die ich nutzen kann, um diese Solarbank aufzuladen. Das heißt, ich komme auf einen Wert von 1,52 Kilowattstunden pro Tag ungefähr. Es war aber auch ein sehr, sehr, sehr bewölkter Tag. Ich vermute eher, dass es mehr Energie ist, die ich erzeugen kann, weil die Sonne eigentlich etwas mehr scheint als an diesem Tag, wo ich es heute getestet habe. Das heißt, ich komme auf eine insgesamte Druckzeit von 6,33 Stunden, die ich mit diesem Drucker hier PETG drucken kann, komplett auf Kosten der Sonne sozusagen. Abschließend muss ich sagen, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass doch eine so verhältnismäßig hohe Druckzeit zustande kommt. Ich hätte eher so mit 1-2 Stunden gerechnet. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin absolut kein Fachmann, was so Solaranlagen angeht. Ich muss mich da jetzt auch in nächster Zeit erstmal so ein bisschen reinfummeln. Das war das erste Video zum Thema erneuerbare Energie im Verbund mit 3D-Druck. Ich hoffe, dieses Thema hat euch gefallen. Ich würde gerne mehr in Zukunft in dieser Kombination für euch abfilmen und Videos für euch in diese Richtung machen. Den Link zu den Produkten, die ich hier benutzt habe, Drucker, Filamente, Solaranlage, Anker, steht alles unten in der Videobeschreibung. Klickt dort gerne mal rein. Ich hoffe ansonsten, dieses Video, dieses Thema hat dir gefallen. Wenn du noch kein Abonnent bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du einer wirst. Ansonsten sehe ich dich bzw. euch hoffentlich wie immer im nächsten Video. Lightning strikes by